drei für alle. Was geht, Freunde? Mein Name lautet Danny Burnage und willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Hintergrund seht ihr ein ziemlich geiles Sniper-Gameplay. Es ist wirklich extrem geil. Oh, der Score, Alter. Okay, der Score ist jetzt nicht der allerbeste, aber für ein Sniper-Gameplay ist er wirklich gut. Vor allem, wenn ihr euch ein paar Sniper-Kills da ansieht. So viel zum Thema Snipen ist nicht möglich. Haben das nicht die Entwickler gesagt? Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Aber ist jetzt auch vollkommen egal. Und zwar, ich bin schon ziemlich stolz auf dieses Gameplay. Bam, habe ich den weggeholt, den Camper. Ich hasse Dropshots, Alter, ich hasse sie. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt sicher sein, dass auf jeden Fall der Quickscoper-Boss, ganz genau so hieß das, bei Call of Duty Ghosts kommen wird, weil Snipen mir wirklich hier Spaß macht. Und ich finde das Sniping-System hier extrem geil. Es ist nicht überpowered, es ist aber auch jetzt nicht irgendwie zu schwach. Es ist irgendwie so eine Mitte. Außerdem gibt es noch so einen Aufsatz für die Sniper, womit man wirklich die Gegner so richtig schnell hitten kann, was ziemlich geil ist. Also, ich meine nicht schnell hitten kann, ich meine, dass die immer sterben mit dem ersten Schuss. Ich glaube, also das verstärkt irgendwie den Sniper-Schuss, dafür habt ihr aber dann mehr Recoil und der dachte auch, der kann mich wegholen. Die meiste Zeit habe ich übrigens hier in diesem Haus verbracht und dann auch noch draußen, aber die haben mich alle versucht zu holen und ich kam einfach nicht mehr raus. Die haben mich gefangen. Und ja, heute dachte ich mir, ich mache ein FAQ-Video. Also habe ich euch bei Facebook die Frage gestellt. Ich kann ja mal gucken, was ich geschrieben habe. Stellt mir aber Fragen für mein FAQ-Video. Und dahinter noch ein Ja oder Nein, ob ich euren Namen im Video erwähnen darf. Dann habt ihr mir Fragen gestellt. Also würde ich sagen, kommen wir jetzt zur ersten Frage. Domi Langweilig, bester Name ever. Bist du Fußballfan? Wenn ja, welcher? Okay, ich denke, damit werde ich jetzt alle Fußballfans enttäuschen, denn ich bin gar kein Fußballfan. Damals in meiner Klasse war es immer so, alle haben mal Fußball gelabert. Der hat gewonnen, der spielt gegen den, der spielt gegen den. Und ich, erzähl mir bitte mehr davon. Das interessiert mich so sehr, Alter. Ich will mehr davon wissen. Nein, natürlich nicht. Und zwar, keine Ahnung, Fußball ist irgendwie nicht so mein Ding. Obwohl ich Fußball schon mal gespielt habe in einem Verein, allerdings nur für 4 Wochen, also für einen Monat ungefähr. Aber ich konnte wirklich nicht damit umgehen. Ich bin kein Fußballer. Und dann habe ich Boxen gemacht, habe ich Breakdance gemacht, diese Sachen, die haben viel mehr zu mir gepasst, als irgendwie den Ball zu kicken, keine Ahnung, hat mir nicht so gefallen. Und es hat mich echt immer angekotzt, dass die darüber gesprochen haben und ich der Einzige war, der nicht mitreden konnte, weil ich mich einfach nicht damit ausgekannt habe. Luca Müller fragt, hattest du bei Black Ops 2 schon mal eine Nuklear? Nein, weil ich muss sagen, ich bin immer in Sachen gut, wenn die mir wirklich Spaß machen. Ohne Scheiß, wenn mir eine Sache richtig Spaß macht und ich mich damit auch auseinandersetze, das ist ja logisch, dass man dann irgendwie gut wird in dem Spiel. Das gleiche ist es bei Call of Duty Ghosts, so das Spiel macht mir einfach so einen Spaß, dass ich einfach auch die Sachen bekomme, die es in dem Spiel gibt, wo man wirklich was Besonderes erreichen muss, zum Beispiel 25 Kills nur mit der Waffe. Und der Grund einfach ist, wieso ich in Black Ops 2 keine Nuklear erreicht habe, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich wollte nicht mal eine Nuklear erreichen, also habe ich auch keine erreicht. Das Spiel hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie das Spiel. Und ja, ganz genau. Deswegen habe ich keine Nuklear erreicht. Mirhan Zimmer, what the fuck? Ist es geil, alleine zu wohnen? Ja, so, ich muss dazu sagen, es ist schon geil, alleine zu wohnen. Man kann schlafen gehen, wenn man will. Man kann alles tun, was man will. Man kann so viele Mädels zu sich holen, wie man will. Man kann quasi alles machen, was man will. Allerdings muss man sagen, irgendwie ist es auch manchmal ein bisschen einsam. Also, man wohnt alleine, man steht alleine auf. Es gibt keinen, der einem Essen macht. Ihr müsst meistens selber einkaufen gehen. Wenn ihr keine Frau habt, zum Beispiel so wie ich. Ich wohne ja in einer Einzimmerwohnung hier. Ist meine allererste Wohnung, die ich habe. Und man merkt einfach, dass man, wenn man wirklich bei den Eltern wohnt, ziemlich verwöhnt ist. Man hat wirklich alles und auch die Eltern gehen einkaufen. Vor allem das Einkaufen, das nervt manchmal ziemlich. Wegen dem Schleppen, ich habe noch kein Auto. Noch nicht, bald erst. Und solange man kein Auto hat, ist es schon extrem nervig, wenn man immer diesen Beutel am Fahrrad irgendwie mitschleppen muss und dann irgendwie so gar nicht fahren kann, weil der Beutel wirklich so schwer ist. Und sonst ist es eigentlich ganz chillig, aber es hat auch ziemlich viele Negativpunkte. Also überlegst dir zweimal, bevor du alleine einziehst. Und übrigens, ich habe mir schon mal überlegt, in eine WG einzuziehen mit anderen Leuten. Und das hatte ich wirklich vor. Ich wollte unbedingt mit anderen Leuten zusammen wohnen. Ich fand das übel geil, so mit Freunden. Aber ich muss sagen, ich hatte schon Probleme, Videos zu machen, als ich mit meinen Eltern gelebt habe, weil irgendwie, zum Ersten, ich bleibe immer ziemlich lange wach. Mein Schlafrhythmus ist total im Arsch und ich denke, das würde einfach die anderen Leute, die mit mir leben, stören. Zweitens, ich finde es einfach extrem behindert, ein Commentary zu machen, wenn jemand in der Wohnung ist. Es nervt mich einfach. Ich frage mich immer, ich weiß nicht, was denken meine Nachbarn vor allem sich, wenn die zum Beispiel mich jetzt hier reden hören, irgendwie, falls sie das jetzt hören, ich bin mir nicht sicher. Die denken nicht doch, ich bin geistig gestört, wenn ich irgendwie, wenn sie denken, dass keiner hier ist und ich alleine mit mir selbst Gespräche führe. Yo, Josef
Ja, Babe. Verdienst du dein Lebensunterhalt mit YouTube? Also als allererstes will ich dazu sagen, dass YouTube für mich keine Arbeit ist. YouTube ist für mich ein Hobby und es bleibt auch für immer ein Hobby. Ich sehe das nicht als Arbeit an. Wenn ich es als Arbeit ansehen würde, dann würde es so aussehen. Jo, was geht, Leute? Hier ist Danny Burnage und willkommen zu einem neuen Video von mir. Also das wäre richtig ernst und ich war ziemlich ernst in meinen Videos, würde ich das als Arbeit ansehen. Und würde auch keine Faxen machen oder so. Aber da ich es als Hobby ansehe, bin ich einfach so, wie ich bin in meinen Videos. Und das bleibt auch so. Und ja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit YouTube. Ich kaufe mir davon Essen und die ganzen Sachen, die ich gerne haben möchte, Klamotten und so weiter und so fort. Und das stimmt zwar, allerdings mache ich auch eine ganz normale Ausbildung wie ihr. Und wenn ich keinen Bock mehr auf YouTube habe, ja, wenn ich keinen Bock mehr drauf haben sollte irgendwann, würde ich ganz normal arbeiten gehen. Finde ich auch cool, morgens um 8 aufstehen, arbeiten gehen, finde ich gar nicht so schlecht. Also hätte ich auch nichts sehen. Also ich mache YouTube, wie gesagt, nur als Hobby. Und dass ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann, ist nur so nebenbei. Deswegen investiere ich auch ziemlich viel Zeit für YouTube und das kann man schon als Arbeit ansehen. Also so viele Stunden, wie man dahinter eigentlich verbringt, ist es meiner Meinung nach schon eine Arbeit. Bellabine fragt, ein Jahr lang kein Sex oder kein Zocken? Also eigentlich würde ich mich niemals für eine Sache entscheiden müssen. Aber ich glaube, dann würde ich schon... Ich weiß es nicht. Es ist so schwer. Was würdet ihr auswählen? Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken? Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, die Frage beantworte ich im nächsten Video. Ich glaube, da muss ich mich schon länger drüber Gedanken machen. Das ist echt eine harte Frage. Und eigentlich kann ich... Ich muss drüber nachdenken. Ich beantworte die im nächsten Video. So, und das ist auch mal wieder das Ende eines Videos. Nein, Danny, nein. Doch. Und wenn euch das Gameplay gefallen hat und ihr mehr FAQ-Videos sehen wollt und ihr mich unterstützen wollt, dann klickt jetzt den Daumen nach oben Button. Außerdem, für was würdet ihr euch entscheiden? Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr kein Zocken? Was ist euch wichtiger? Ich kann diese Frage erstmal nicht beantworten. Die beantworte ich im nächsten Video, weil ich habe echt keine Ahnung. Und abonniert jetzt meinen Kanal für besseren Sex. Und dann sage ich nur noch, übrigens gleich zu 5, richtig geil. Dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss.